Ja, guten Morgen. Hier ist Sagdiev. Ich wollte mich gerne nach meines Gewinn erkundigen, bitte. Jawohl, sagen Sie mal. Sie Ja. haben, Sie dürfen, also so wie ich das sehe, haben, dürfen Sie aussuchen, rot oder blau, ja? Ja, das ist richtig. Ich nehme mich rot. Rot. Was ist Bestandteil von der großartigen Fahne von USA? Ein tollestes Land in der Welt. Okay. Kommen Sie denn wahrscheinlich von daher, oder? Nein, ich bin von Kasachstan. Gut. Ich sag Ihnen mal, was Sie gewonnen haben. Beim roten Gutschein Ja. gehört beem roten Paket gehört Ihnen ein Reisegutschein im Wert von 3 mal 100 € für ausgewählte Bus- und Städtereisen unseres Partners Trend Tours Touristik. Das heißt, Sie dürfen sich selber einen schönen Urlaub zusammenstellen. Verreisen, das ist toll. Ja, egal wohin, mit wem und wann. Wenn Sie zum Beispiel das blaue Paket nehmen, falls Sie das jemals vorhatten, können Sie zum Beispiel auch damit zur USA reisen. Also da sind auch Ja, und dann nehme ich das, weil muss ich machen einen Report für Television. Ja, also da sind halt auch Fernreisen möglich bei dem roten Paket. Da sind nur kleine Urlaube möglich. Aber bei Blau können Sie halt buchen, was Sie wollen. Und wir werden dann 300 € auf den Reisewert gutschreiben. Ah, das ist gut, weil muss ich nach USA da für kulturelle Lernung von Amerika und Benefits für glorreiche Nation von Kasachstan zu machen. Na, sehen Sie. Ja, das ist gut. Ich werde Ihnen So hat mitteilen, ehrenwerte Produzent Azamat Bagatov wird sich sehr freuen. Das haben wir ein bisschen mehr Budget für den Film. Wie heißen Sie denn mit Vornamen? Borat. Ihr Familienname? Sagdiev, soll ich die buchstabieren? Machen Sie das auf jeden Fall Ja, einfach. Schwein, Adler, Gold, Ja. Dingo, Indianer, Jehova, Ja. Esel und Vogel. Unten S wie Sorgen oder Siegfried, ja? Ja, Sagt die Jeff, ja? sag dir, ja. Ihre Straße bitte. Nochmal? In welcher Straße wohnen Sie? Ich selber oder Firma? Sie selber. Können wir von Firma nehmen? Nein, da steht bestimmt nicht Ihr Name am Briefkasten. Nein, das stimmt. Soll ich Sie sagen? Ja. Ja, das ist 300. Nein, das ist. Ich komme immer zusammen mit der Postleitzahl. Sie Ja. verstehen, ich sehe immer gewechselt. Ach Es so. ist sehr peinlich, wenn man macht eine Bestellung, die nicht kommt. Ach, alles gut. Können Sie Ja. schreiben? Ich schreibe mit. Nochmal? Ja, Ihre Straße. Ja, ist Altenburger Steige Ja. 20 Die Postleitzahl. ist 70376. So, da habe ich also Stuttgart, ja. Ja, richtig. Wir Ihr Zwischenstopp machen. Herr sagt Gies, Ihr Geburtsdatum. Ja, ist 8. Oktober 73. Und ich brauche eine Telefonnummer. Das kann auch Handy sein, es muss nur eine Telefonnummer drinne stehen. Ja, gar kein Problem. 0721 Ja. 302 Ja. 89 13. So. Also, Sie bekommen den Reisegutschein jetzt per Post nach Hause. Dauert in der Regel so 3 bis 4 Wochen. Dann haben Sie den im Briefkasten. Und Sie können dann selber aussuchen, wann Sie den einlösen. Ah, das Ja? ist gut. Ich freue mich sehr. Vieles Dankeschön. Ja, und eine schöne Sache, er sagt, jetzt habe ich heute noch für Sie. Sie Ja. sind ja bei mir ohne Wartezeit wirklich ganz schnell durchgekommen. Ja, hat nur dreimal geklingelt. Ja, und das dürfen wir noch mal extra belohnen, die schnellsten Anrufer, also Sie und 179 weitere so schnelle Anrufer dürfen auch noch unsere Sonderaktion, die heißt Premium-Tipp 49 Pro nutzen. Hier fällt der Startschuss am 21. Dezember und führt zunächst 3 Monate, ist Ja. man mit einer Treffergarantie beim Lotto 6 aus 49 dabei.
Haben Sie denn alleine auch schon mal einen Lottoschein ausgefüllt oder wissen Sie zumindest, wie es geht? Ja, mein Bruder Billo spielt immer, zusammen mit Baltok, dem Dorfvergewaltiger. Die haben noch nie was gewonnen. Ach, na, gucken Sie mal, ja. Also hier bei uns ist es so, dass die Teilnehmer nicht leer ausgehen können. Wir schicken sie mit bildlich gesehen 10 ausgefüllten Lottoscheinen ins Rennen. Das heißt, in den 3 Monaten haben sie jeden Mittwoch, jeden Samstag 119 computeroptimierte Tippreihen, Zahlen, die immer schon gute Erfolge hatten. Es gibt 10-mal das Spiel 77, 10-mal die Super 6, egal welche Endzahlen gezogen werden. Diese 4 Treffer in der Woche sind einfach mal sicher. Und Ja. es gibt auch noch einen eigenen Tipp, den suchen Sie ganz alleine aus. Das ist gut. Das Ganze für gerade mal 2,41 € pro Ziehung. Sie sind jeden Mittwoch und Samstag dabei. Das komplette Paket sind 20 Lottoscheine in der Woche und der ganze Monat ist abgedeckt für 59,50 €. Belohnt für die Teilnahme, Herr Sakchi, das werden Sie mit unserem Premium-Card-Sparprogramm. Da gibt es jeden Monat Treuepunkte, die können Sie in hochwertige Prämien eintauschen. Was gibt's Also denn wirklich, da? da können Sie von der elektrischen Zahnbürste bis zur Bohrmaschine sich alles aussuchen. Haben Ja? Sie Stuhl? Ein Stuhl. Ja, ich kann Nee, nicht also ins da wird. Schloss, ich kann nicht ins Schloss. Ich habe Stuhl, ich habe Stuhl. Geh du das, geh du das. Das ist das meine Lieblingsszene von dem Film. Also das sagt mir jetzt nichts. Das sind hauptsächlich elektrische Geräte. Aber Ja? kein Stuhl. Nee, ein Stuhl wahrscheinlich nicht. Ja. Das Es ist sei denn schade. vielleicht irgendein Massagestuhl, der ist ja auch elektrisch. Ja. Eieiei. Er sagt tschüss. Und dann gibt es noch 10 Gewinner, die ziehen wir für unseren Energiekostenzuschuss. Das heißt, jeden Monat 100 € mehr in der Haushaltskasse wird als Energiekostenzuschuss ausgezahlt und das Ganze bis zu 4 Monate lang. Ich schicke Ihnen alles nochmal schriftlich. Es geht erst im Dezember los In mit 6 von 6. Dezember? Was geht ab, Vanillabacke? Da freue ich mich ja richtig darüber. Mit welchen 6 Lottozahlen möchten Sie denn mal dabei sein? Das weiß ich nicht. Also Sie dürfen sich 6 Zahlen aussuchen, von 1 bis 49, 6 Stück. Welche hätten Sie denn gerne? 6 Stück. Ja. 1, 2, Ja. 3, Ja. 4, 5, 6. Jawohl. Die Zahlen, die stehen in Ihren Unterlagen drin, also Sie kriegen auch alles nochmal schriftlich. Ja. Ich sage nochmal ganz kurz was zum Ablauf. Der monatliche Betrag von 59,50 € und auch die Gewinne, das läuft bei uns alles direkt übers Girokonto. Wir buchen immer zum allerletzten Werktag im Monat. Das ist jetzt das erste Mal, bevor es losgeht, Ende November. Vorher kriegen wir Ja, alles schriftlich. und dann kann man mal Dann bei noch. das Hotel hingehen. Dann nochmal, das hat jetzt hier nichts mit einem Hotel zu Na tun. doch, das ist sehr wichtig, weil wir suchen was, wo wir unsere weißen Ärsche heute Nacht ablegen. Habe ich das letzte Mal bei Berlin sagen, die bin ich rausgeworfen. Naja, vielleicht sollten Sie eine Unterhose anbehalten beim Ablegen, ja? Was soll ich Und machen? vielleicht eine Unterhose anbehalten, wenn Sie Ihren weißen Arsch irgendwo ablegen, ja? Natürlich. Welche feinste Netzunterhose? Na, das ist doch schön. Ja, wie lautet denn Ihre Kontonummer? Soll ich sie zeigen? Nee, die Unterhose nicht, die Kontonummer würde ich gerne sehen. Warum denn? Sie wollen Na, immer damit nur wir. mein Geld. Alle wollen nur mein Geld haben. Dabei habe ich so viele Qualitäten. Meine Schwester ist Nummer 2 Prostituierte von ganz Kasachstan. Ich verlange mehr Respekt von den Menschen. Naja, die müssten ja nicht Sie verlangen, sondern dann wohl Ihre Schwester. Ja, Ja, die hat ja die ganze Arbeit. Ja. können Sie mit mir Also. singen, Hymne von Kasachstan? Nee, kann ich nicht. Kasachstan ist das tollste Land in der Welt. Alles andere Länder werden von kleinen Mädchen regiert. Kasachstan ist für Kalium der Hauptexporteur. Anderes zentralasiatisches Länder haben minderwertigen Kalium.
Kasachstan Ja. ist das tollste Land in der Welt. Alle anderen Länder sind die Heimat von Schwuchtel. Hast du das verstanden, Devoschka? Ich verstehe das. Übersetzen mal das letzte Wort, was Sie gesagt haben. Schwuchtel. Nein, das danach. Devoschka ist Russisch für Mädchen. Ach so. Ja. Also, wie gesagt, wenn Sie es nutzen möchten, ich habe Ja, Ihre ich möchte Kontonummer. sie nutzen. In welcher Radiosendung? Also jetzt erwarte ich ja wenigstens, dass ich im Fernsehen oder im Radio bin, Herr Satschis, wenn Ja, das es ist denn Ihr noch Ort viel ist. besser YouTube. Auf YouTube, na Ja, toll. wir machen so Dokumentation über so komische Hotlines, die in Zeitschriften für alte Leute so komische Flyer reinlegen und denen dann Abos andrehen. Ach na, wir sind aber nicht so diskriminierend, wie Sie erwarten. Wir nehmen auch junge Leute, ja, Also auf Englisch. sie machen keinen Unterschied, wenn sie die Kohle wegnehmen. Das finde ich sehr ehrenhaft. Naja, Sie verdienen ja jetzt wohl auch anständig Kohle mit Ihrem Beitrag, Nein, oder? überhaupt nicht. Ich mache das ehrenamtlich für die Alles klar, glorreiche dann. Nation von Kasachstan. Ja, aber bei uns rufen auch nicht so viele aus Kasachstan an. Da sind Sie Ja, wahrscheinlich der die Einzige, der mich kasachischen einladen Menschen, die würde. fallen nicht auf sowas rein, Eine weil wir haben Frage sehr habe gelitten in der Sowjetunion. ich. Ja, jeder das, was er sich selber zumutet. Ja, so Wir schlimm haben kann man uns es die ja. Sowjetunion nicht selber zugemutet, sie hat sich uns aufgezwungen. Dafür muss man halt aufstehen und was tun, ne? Mussten wir auch, ne? Immer Herr diese Satschi, Revolutionäre. dürfen wir Sie natürlich jederzeit widerruflich anrufen, Oh, wenn wir weh. interessante Angebote Ihr zum seid alle Nachdenken wie haben. Roboter, selbst in dieser Situation noch den Leitfaden vorlesen. Na, ich lese doch keinen Leitfaden vor. Sie haben Na nicht mal einen doch, Hauch das einer müssen Sie Ahnung, was doch. ich hier habe. Sie haben nicht mal einen Hauch einer Ahnung, was ich hier nebenbei mache, wo ich mit Ihnen rede. Na du, Ja, ich habe also doch das letzte wenn dann was Mal, Schönes. lass mich mal erzählen, das letzte Mal, als ich angerufen habe, habe ich mich bei einer Kollegin als Schulungsleiterin vorgestellt und sie hat mir eine halbe Stunde lang alle Internas erzählt, die ich wissen wollte. Naja, das wird aber nicht bei uns gewesen Na sein. doch, Gewinnspiel-Hotline mit der Elite Also ich kenne Premium mich. Service AG als Auftraggeber, die seit 15 Jahren als Betrüger bekannt sind. Also ich glaube nicht, dass wir sind eigentlich so gut hier aufgestellt, dass sich so schnell keiner bei uns melden kann, weil wir können ja auch live das Ganze melden, dass sich hier jemand Oi wei. etwas Falsches ausgibt. Ja, Also wem von melden daher. Sie das dann? Der russischen Botschaft? Ich glaube, ich weiß nicht, was Sie genommen haben, aber lassen Sie es weg. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja, ich muss jetzt das Gespräch beenden. Hallo, Ja. hier ist Stopp, hier ist Rakesh von Indische Botschaft. Können wir auch Reisegutscheine haben? Ich wünsche Ihnen alles Gute. War trotzdem ein schönes Gespräch. Also hätte ich ja gern jeden Tag eins. Machen Sie gute Sachen. Herausforderung angenommen. Hier ist Dimitri von der russischen Botschaft. Wir jetzt jeden Tag anrufen, bis sie aufhört, all den Also Leuten die Kohle wegzunehmen. ich wünsche Ihnen alles Gute. Wie gesagt, reden Sie nicht so negativ über alte Leute. Ja, wünsche Wer Ihnen nimmt alles den Gute. alten Leuten denn das Geld weg, verdammt? Ich weiß nicht, wer das ist. Ihr? Sollten Sie mal auf der Straße gucken, wer das macht. Ja, ich wünsche Da Ihnen brauche alles ich nicht, du Gute. guck in den Spiegel, da weißt du es genau. Alter, noch Da hören stolz Sie es. drauf, ne? Schämst dich gar nicht vor deiner Familie, den Ich ganzen Tag auch. alten Leuten das Geld wegnehmen. Ich trage die Nase richtig hoch und bin total stolz drauf. Wiederhören. Bah, widerliche Betrüger! Was für ein dreckiges Scheißpack! Ein widerliches! Nein!